In Tschechien sind die Menschen heute und morgen aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu bestimmen und das zum ersten Mal in einer Direktwahl. Von den neun Kandidaten werden drei die meisten Chancen eingeräumt. Der linksgerichtete Kandidat der Partei der Bürgerrechte, Miloš Zeman, der parteilose Jan Fischer und der Außenminister der derzeitigen liberal-konservativen Regierung, Karel Schwarzenberg. Der scheidende Präsident Václav Klaus durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. In Prag ist unser Korrespondent Danko Handrik. Herr Handrik, wer wird das Rennen voraussichtlich machen? Ja, das Rennen ist wirklich noch völlig offen. Überraschenderweise haben sich heute Chefredakteure großer tschechischer Zeitungen noch einmal für Karel Schwarzenberg, also für den Außenminister, ausgesprochen und haben auf Seite 1 getitelt, das wäre doch wohl der richtige Präsident. In den letzten Umfragen lag aber Miloš Zeman immer ganz knapp vorn. Der Politiker, der sich sehr volksnah, auch populistisch gibt, der auf jedem seiner Wahlkampfauftritte ein Bier oder einen Becher Rovka trinkt, der liegt ganz knapp vorn. Es wird also wahrscheinlich, die Wahlen werden wahrscheinlich noch in eine Stichwahl dann in zwei Wochen gehen und erst dann wird es wahrscheinlich eine Entscheidung erst geben. Lässt sich denn schon sagen, was sich in Tschechien ändern wird nach der Wahl? Ja, also zumindest Brüssel dürfte aufatmen. Mit Václav Klaus geht einer der größten Euroskeptiker in Europa. Und alle anderen Kandidaten gaben sich hier im Wahlkampf sehr europafreundlich. Also europaskeptische Töne, so wie bislang gewohnt, die wird es aus Prag wahrscheinlich nicht mehr geben nach der Wahl. Man muss dazu sagen, der Präsident hat hier in Tschechien genauso wie in Deutschland nur repräsentative Aufgaben zu erfüllen. Er kann also nicht in den politischen Alltag eingreifen. Nichtsdestotrotz erhoffen sich die Tschechen, dass es mit einem direkt gewählten Kandidaten einen Präsidenten gibt, der sich auch ein wenig in die Innenpolitik einmischt und Ruhe in die Innenpolitik bringt. Denn die tschechische Regierung, die stürzt von einer Krise eigentlich in die andere. Und mit einem starken Präsidenten erhoffen sich die Tschechen dann mehr Ruhe in der Innenpolitik. Und das war aus Prag zugeschaltet. Danko Handrik, vielen Dank.